Da sind wir wieder beim Drug Dealer Simulator. Jetzt gehen wir erstmal schnell Geld waschen, ein paar Samen holen und dann gehen wir shoppen. Wir brauchen ein paar neue Möbel. Ja, was brauchen wir noch so? Ja, ich komme sogar zu euch. Also rein rechnerisch brauchen wir für zwei Pflanzen eine Lüftung. Wenn wir 50 holen, bräuchten wir 25. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir da 50 unterkriegen. Vielleicht mal 25? Das wäre, glaube ich, machbar. Oder 30, dann nehmen wir 15 Lüftungen, 30 Töpfe, vielleicht einen ganzen Arsch voll Samen. Und ja, ich würde sagen, 5 Trockner, oder? Das müsste hinhauen. Tag. Bewegen? Ich? Nö. Nö, nö, nö. Keine Sorge. Okay, clean. Go home. Nee, ich gehe jetzt Geld waschen. Warum soll ich mal nach Hause gehen? Was will der von mir? Moin. Natürlich habe ich Geld. Alles. Und ciao. Weißt du was? Ich lasse den Koffer jetzt hier. Scheiß drauf. Wir haben genug. Dann können wir da hinten Samen kaufen. Mal komme ich so um. Nein. Hätte ja klappen können. Den Versuch war es wert. So, wir brauchen. Ja, gefühlt würde ich gleich so viele Samen holen, wie überhaupt möglich ist. Warte, das zu. So, keinen Bock, dass sie mich anhalten. Dann. Moin. Outdoor, Indoor, 45. Warum hole ich eigentlich die teuren? Ich könnte auch die günstigen holen. 96. Ich meine, die sind halt günstiger eigentlich. Wäre doch. Na, wahrscheinlich kriege ich dann weniger raus. Das wird schon irgendwo einen Grund haben. Will alle. Kann ich mir das leisten? Ja. Jetzt haben wir 90 Samen, das sollte erstmal reichen. So, dann jetzt in die Apotheke. Da müssten wir nämlich auch mal ein bisschen was shoppen. Ein paar Container und bisschen was zum Trocknen. Das Konto dürfte jetzt ordentlich voll sein eigentlich. So, El Apotheco. Laborequipment. Großer Labortrockner. 5 Stück kann man es easy leisten. Na, warte, das war doof. Warum mache ich das auf? Ich brauche ja noch mehr. Dann braucht man davon ein bisschen was. Ja, kommen nämlich auch mal 5. Sonst brauchen wir hier eigentlich nichts. So, dann müssen wir jetzt ins Möbelgeschäft. Da holen wir uns ein paar Blumentöpfe, einen Tisch und einen Laptop. Vielleicht auch gleich zwei Tische. Ich glaube, zwei Tische wären fast sinnvoll. Damit wir die ganzen Trockner unterbekommen. Und wir brauchen 15 Lüftungsanlagen.
Aber dann können wir da richtig loslegen. Und machen richtig Kohle. So, pass auf. Riesiger Tisch. Ich nehme mal zwei. Jetzt habe ich den Fehler schon wieder gemacht. Warum mache ich das nicht alles auf einmal? So, 30. Davon bräuchte ich auch ein paar. So. Und das wird teuer. Aber wir können uns das alles leisten. Also von daher, ach so, den Laptop noch. Wäre schon praktisch, wenn wir da auch schnell warten können. So, Konto wieder fast leer. Macht aber nichts. Dann richten wir da uns ein. Dann gehen wir das andere Mal ernten. Ich weiß auch noch nicht, ob wir das aufgeben oder ob wir das trotzdem ein bisschen weitermachen. Eigentlich können wir es aufgeben. Ich glaube, das lohnt sich dann nicht mehr. Ich meine, wir können jetzt halt einfach mal die dreifache Menge produzieren. Gut, ich brauche aber auch noch ein paar Wasserflaschen. So, dann würde ich hier... die Tische hinstellen. Blumentöpfe. Alle hier. So. Ich hoffe, ich kriege überhaupt 30 Stück unter. Ich glaube es gerade ehrlich gesagt nicht so wirklich. So, dann haben wir schon mal 8. Gleich 12. Ich glaube, wir haben hier nicht genug Platz. Ich habe mich dezent verschätzt. Ich meine, ich kann die auch in Gang stellen. Eigentlich ist es egal. Ja, hier kriege ich keinen mehr hin. Hier kriege ich, wenn es gut läuft, noch den einen hin. Aber keinen zweiten. So. Wenn's mit ganz viel Glück kriege ich hier noch das Bett rein, aber ich kriege, glaube ich, auch nicht alle Möbel unter. Ja, vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben. Aber ist egal. So. Damit es hier auch immer schön hell ist. Dann die ganzen Lüftungsanlagen. Na, dann packe ich das hier nochmal ein. Lüftung ist gerade ein bisschen wichtiger.
schön alles durchlüften. Dann packe ich die auch noch mal kurz ein. So, die letzten beiden Lampen. Hier kann sich, glaube ich, würden sie fast reichen. So, das. Erstmal das Bett. Weil ich glaube, das bringt am meisten. Ich will doch einfach nur nicht lange warten müssen. Okay, Sofa passt halt nicht mehr. Ist egal. Dann. Die Trockner. Und ein paar Container und der Laptop. So, das hier alles anzupflanzen wird schon wirklich lange dauern. Aber Alter, hier kriegen wir so viel Gras raus. Da sind wir 0, nix. Rich as fuck. Vermutlich könnten hier... Können wir hier sogar Outdoor ein bisschen was mit hinpflanzen. Hier hinten sind ja nie Cops. Aber wir haben es wirklich geschafft, hier 30 so Dinger reinzupacken. Das ist heftig. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Das heißt, wir kaufen noch 3 Wasserflaschen. 3 für hier, eine für Stink. Und dann läuft das. So, ich schaue aber auch kurz bei Stink, wie es da gerade ausschaut. Wahrscheinlich können wir es ernten. Dann würde ich aber vorübergehend da nichts mehr anpflanzen. Ich würde einmal wirklich einen kompletten Tag hier warten. Ich will wissen, wie viel Ertrag wir da rausbekommen. Ich bin halt neugierig. So. Schauen wir mal schnell. Jo, können wir alles ernten. Dann trocknen wir hier gleich. Einmal alles, nochmal alles. Aber ich pflanze jetzt hier erstmal nichts mehr an. So, mit Trocknen beginnen. Dann gehen wir uns noch ein paar Wasserflaschen holen. Ja, dann würden jetzt eigentlich aktuell erstmal 2 Stück noch reichen. Aber gut, wenn wir schon dabei sind. 1. Vielleicht finden wir spontan noch eine. Tachchen, hallo. So. Moin. So, pass auf, 2 Wasserflaschen. Das war's. Dann kümmern wir uns jetzt mal eine Nacht, beziehungsweise solange es halt dauert, nur um diesen Raum.
Das möchte ich gerne in dieser Folge noch schaffen. Dafür scheiße ich mal auf sämtliche anderen Sachen. Dann mach das bald. Also echt, als ob ich so ein Schwerkrimineller wäre. Wie gesagt, das möchte ich gerne in dieser Folge noch schaffen. Warten sollte jetzt hier auch nicht so lange dauern. Waschbecken ist da hinten. So, alle Wasserflaschen voll. 5%. Wir warten einfach mal. 14-fache Wartezeit. Beziehungsweise 14 mal so schnell. Das ist okay. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. So, ich warte mal bis halb und ich glaube, dann dürfen wir erstmal gießen. Ja, okay, wir können auch länger warten. Vielleicht waren 30 doch ein bisschen zu viel. Ich gebe es ja zu. Aber was wir hier an Kohle bekommen werden, ist schon echt heftig. Ich meine, wenn man überlegt, ein so ein Samen kostet $45 und aus einem Samen kriegen wir 180 zumindest nass. So, jetzt gießen wir mal alles. Sind ja auch schon bei annähernd 30%. So sollten jetzt eigentlich. Okay, wir haben 3 leere. Warum sind die. Warum ist die nicht zusammen? Kann ich leere Wasserflaschen bloß auf 2 stacken? Aktuelle Mindestluftfilter 0. Was ist denn das? Das ist ja lächerlich. Dann warten wir gleich weiter. Ich muss wissen, wie viele Kilo wir hier rauskriegen. So, dann wollen wir mal weiter warten. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die spannendste Folge, aber das Endresultat. Das könnte sehr interessant werden. Und ich kann halt in der Zeit trinken. Ich würde sagen, wir warten mal bis zur Polizeistunde, also bis 9. Dann werden wir vermutlich nochmal gießen müssen. Und dann warten wir noch bis zum Schluss. Ich ignoriere jetzt jede Bestellung. Ist mir gerade wirklich vollkommen egal. Der einzige Nachteil ist, wir haben halt jetzt einen weiteren Weg, um das alles abzugeben. Aber ganz ehrlich, das ist es mir wert. Mit der Plantage macht man richtig hart Gewinn. 49%. Dann gießen wir einfach nochmal. Raus dürfen wir sowieso nicht mehr. Halbfertig sind sie. Ich gehe auch in die Überlänge jetzt. Dann, heute. Wahrscheinlich. Ist mir egal. Ich will das wissen. So, dann füllen wir die gleich alle wieder auf.
Aus irgendeinem Grund brauche ich immer noch keine Luftfilter. Komisch, komisch. So, dann warten wir mal weiter. Ja, Respekt, scheiß drauf. Ich meine, wir kriegen auf jeden Fall 5,4 Kilo nasses Gras. Wenn das dann getrocknet ist, nochmal eine andere Geschichte. Das Blöde ist, wir können es leider immer noch nicht auf einmal trocknen. Es bleiben 400 Gramm erstmal übrig. Aber ist mir egal. Die Zeit nehme ich mir einfach. Gegebenenfalls holen wir uns halt einfach mal noch einen Trockner. Vielleicht. So, ich warte jetzt mal bis 12. Mal schauen, wie weit sie dann sind. Oh, ich bin so gespannt. Das wird Unmengen an Kohle gehen. Ich will wissen, wie viel trockenes Gras wir bekommen. Ich rechne, ich tippe mal so, ja, in etwa 3 Kilo. Was halt schon mal 12.000 Dollar sind. So, 73%. Ach, warte, was ich aber nicht ignorieren sollte. Warte mal, das haben wir. Das haben wir. 800 Gramm. Bis wann? Ich guck nur kurz, bis wann er das haben will. Bis Samstag. Was war jetzt heute für ein Tag? Ich weiß das schon wieder nicht mehr. Ich wünsche, das würde hier irgendwo stehen. Aber es steht halt einfach nirgends. Das ist... Ah, warte. Donnerstag. Ach, da haben wir noch genug Zeit. So, wir gießen noch einmal. Sie sind dreiviertel fertig. Das wird so lustig. So, dann füllen wir wieder auf. Und dann wartet man noch mal so vermutlich 2 Stunden, vielleicht auch 3. Ich meine, 14-fache Wartezeit, also 14-fache Geschwindigkeit könnte besser sein wie in unserer neuen Bude, aber es ist ein guter Anfang, ein sehr guter sogar. Ich denke, um 3 ist es fertig. Aber es ist auch interessant, dass dieses Homegrown dermaßen schnell wächst. Ich meine, es ist ein Tag. Eine Lieferung dauert fast länger. Und wir können hier zumindest schneller warten als in unserem, ja, als in unserem Hauptversteck. Da haben wir, glaube ich, 11. Da haben wir auch nur so ein billig gelumpt Bett. Gießen brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr. Das dürfte reichen. Die sind ja genug gewässert. Und ich glaube, dass wir das dann bis zum nächsten Tag zumindest fertig haben. Bis die Polizei schon vorbei ist und dann könnten wir es schon verkaufen. So, ich warte mal bis... Ja, bis halb. Noch ganz kurz. Bis 3/4. Oh ja. Ich pflanze aber jetzt nichts mehr an, weil dann jetzt halt auch Aufnahmestopp danach ist. Nicht, dass ich das bis zum nächsten Mal vergesse. Kann ja beim nächsten Mal auch einfach anpflanzen.
Alter, der Seesack wird sowas von voll werden. So, Arbeitsstation aktivieren. Alter, wie das schon ausschaut. So, hinzufügen. Hinzufügen. So, der erste ist schon mal voll. Das wird auf jeden Fall interessant. Und die schmeiße ich auch alle gleichzeitig an. Dum, dum, dum. Ich meine, rein theoretisch können wir vermutlich dann vom blanken Anbau leben. Damit machen wir jetzt schon echt Kohle. Dann kaufen wir eigentlich nur noch das Crystal und bringen das rüber. Wir wären auf Stilen überhaupt nicht mehr angewiesen. Und würden damit ja schon echt viel Kohle machen. So. Dann war heute mal eine richtig lange Folge. Aber ist egal. So, mit Trocknen beginnen. Mit Trocknen beginnen. Und dann warten wir mal. So, wie lange wird das dauern? Ich schätze mal bis 6, oder? So in etwa. Also um 6 schaue ich zumindest mal, wie weit das ist. Dann ist ja auch die Polizeistunde schon fast vorbei. So, aus 1000 Gramm kriegen wir 360. Warte, ich muss das jetzt rechnen. Wir haben insgesamt 5400. Warte, Dreisatz, also praktisch durch 1000 mal 360. Okay, wir kriegen 1944 Gramm. Sind immerhin 8000. So, Produkt verpacken. Einmal. Dann hier dasselbe. Es ist halt jetzt einfach schon wirklich viel. Nicht so viel, wie ich dachte, aber wir können halt praktisch an einem Tag fast 10.000 machen. Was willst du mehr? Das machen wir sonst halt nicht. So. Dann packen wir das hier nochmal schnell in den Trockner. Nicht verpacken. Beginnen. So, weißt du was? Ich warte noch mal kurz. Ich nehme alles mit und verkauf's gleich. Scheiß drauf. Das gönnen wir uns jetzt einmal, dass wir fürs nächste Mal gleich richtig Kohle haben.
So, eine halbe Stunde noch in etwa. Dann dürfte das fertig sein. So, nochmal 144. Einmal 100. Zweimal 20. Zweimal 2. So, einfach nur, dass ich das gut abpacken kann. Dann kann ich das nämlich gleich kiloweise abgeben. Ich wünschte, ich könnte es aus dem Inventar gleich in diese Becher packen. Das würde einiges wesentlich leichter machen. So, ich lasse es jetzt auch weiß, weil es eigentlich vollkommen egal ist. So. Das dauert jetzt natürlich noch mal ein bisschen. Oh, und wir sind richtig in der Überlänge, um Gottes Willen. Wir sind ja schon fast 10 Minuten drüber. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, also was soll's. Einfach weil heute Sonntag ist. Na, könnt ihr euch mal richtig Drug Dealer Simulator gönnen? Ich gönn's euch ja auch. So. Da haben wir die ersten 4000 Dollar. Ja, fast 8000. Nett. Weißt du was, die 44 lasse ich mal drin. Nehmen wir 900 mit. So, das gehen wir noch schnell ab. Danach speichere ich. Dann machen wir Schluss. Genug gezockt für heute. Ich darf mich jetzt bloß nicht anhalten lassen. Das wäre ganz, ganz... ganz schlecht. Aber warte mal, hier haben wir auch noch Trockenes, ne? Kann ich gleich mit abgeben. Ich weiß bloß nicht, ob das gerade trocken ist. So, hier mal 360 Gramm. Dann lohnt sich das Abgeben ja doch. Können wir das hier noch nebenbei trocknen? So, das kleine Zeug. Ach komm, scheiß drauf. Dann sind es alles Kilopakete. Rein damit. Ein paar Kilo Gras. Alter Schwede. Weil jetzt ist es sowieso egal, wir sind sowieso in der Überlänge. Da kommt es auf die paar Minuten auch nicht mehr an. Dann wissen wir mal, wie viel Kohle wir mit 40 Pflanzen machen. So, das können wir mal einfach gleich wieder abpacken in ein Kilo. Dann warte ich hier kurz, bis der Trockner fertig ist. Ich schätze mal so um 9. Ach, ja stimmt, hier dauert ja das Warten wieder länger.
Ich hoffe, das ist um 9 fertig. Na, wahrscheinlich nicht. Oh Mann. Warum dauert denn das jetzt so lange? Ging doch auch die ganze Zeit sonst total schnell. Jetzt ist fertig. Hab's genau gesehen. So, nochmal 288. So, dann. Dann schmeißen wir das hier mal kurz damit rein. Dann lässt sich das nämlich schöner abpacken. Da haben wir vom Prinzip alles, was wir für den Blödsinn hier ausgegeben haben, schon wieder drin. So, 600 Gramm hole ich raus. Dann verkaufen wir den Scheiß noch schnell. Der wird jetzt Augen machen. Moin! Ja, ich hab... Ein bisschen was habe ich für dich. Kleinigkeit. Alter. Ich kann nicht alles mitnehmen. Ach, weißt du was? Ich lasse es hier drin. Für schlechte Zeiten. Ich gehe nach Hause, wir speichern und dann ist Schluss. War jetzt lang genug. Also war wirklich lang genug. So, Tür zu, speichern. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also auch in der nächsten Aufnahme. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, schönes Restwochenende, die paar Stunden und bis morgen. Macht's gut. Ciao.